So, warte mal kurz. Ich will natürlich erstmal nochmal schnell nachladen. Ich hasse halt immer, wenn die Waffen nicht geladen sind, irgendwie. Wenn man sie denn braucht. So, und hier nochmal. So, Schnellpass Steve führt seinen Weg weiter fort. Köller immer noch was hier. Von hinten, Alter. Alter. Das ist so scheiße, dass sie jetzt plötzlich so von hinten angeschissen kommen, einfach. Das ist nicht fair. Wie gesagt, wie es ist, das ist nicht fair. Wir müssen doch jetzt nicht noch zusätzlich Druck aufbauen. Ist doch schon stressig genug. Alter, von wo wirft er denn? Von da ganz oben? Spinnt der? So, lass mich raten. Ach, zeig's mir doch. Und noch eine Viper. Schießpult VR. Okay, da kommen wir nicht hin. Entschuldigung, bitte mal in die Fluche hier, aber da zittern selbst die Bretter. Vor Wut. Schön. Ja, das hast du jetzt davon. Du Wurst. Scheiße. Ja, an den konnte man jetzt natürlich nicht wirklich cool rankommen, irgendwie. Wenn er brennt, ist... Den ist einfach Murks. Den geht nicht. So. Nee. Oh, es wird kuschelig. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, cool. Und komplett pulverisiert, Alter. Hast du jetzt davon, du Arsch? Ah, okay, okay. Lief eigentlich ganz gut. Muss ich sagen. Oder? Lief doch ganz gut. Ja. Wisst ihr, was ich schlimm finde? Dass ich lange schon keine blauen Medaillen mehr irgendwo gesehen habe. Ne, wir hatten nur in diesem einem Dorf da die blauen Medaillen gesehen gehabt. Bis jetzt. Okay, eine Mine. Eine Mine! Und entschärft. Wunderbar. Kurz hier vorne noch um die Ecke. Sehr gut, haben wir. Okay, gehen wir hier mal hoch. Hier werden wir hoffentlich hochklettern können. Ich bin so froh, dass wir hier so einen sportlichen Charakter haben. Oh, schon wieder ein Auftrag, Alter. Was finden wir denn alles an Aufträgen hier? Ja, aber solange es gute Spinels gibt, wir dann ja eintauschen können? Spinel. Oh, der ist aber ergiebig hier. Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Was ist das denn für ein Hammer? Junge! Da bin ich ja dagegen. Da bin ich ja dagegen. Kampf die Medaillons. Ah, schön, zwei. Gibt es irgendjemanden, der diese blauen Medaillons beseitigen kann? Dieses Gebiet ist mit ihnen verseucht und ich bin ihrer Gegenwart leid. Okay, das sind 5 Stück. Steinbruch und Fischfarm. Ja, erinnert mich an diesen riesen Schädel, aber selbst der Schädel ist ja nicht... Also das ist ja, steht ja in keinem Vergleich zu dem Hammer hier. Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Alter, vor allem, wer schmiedet denn so einen Hammer? Das ist doch Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn. Oh, oh, das könnte eine schöne Sache sein. Ich würde mal kurz... Kann da irgendwas knurren? Ach, schön. Und zwar diese... Da ist ja aber wirklich gelohnt, die Blendgranate. Sitz. Ist noch irgendwo einer. Nee, das ist nicht. Das ist. Nee. Das ist kein Hund, was hier so knurrt. Oh, scheiße. Das ist der Typ, den der Hammer gehört. Komm ich hier hoch? Nee, kommt er nicht. So, und hier oben war auch... ein Medaillon. Oh, ein Rubin. Nummer 1. Ah, I got a bad feeling. So, wir werfen mal kurz einen Blick, ob uns... Ach, schau mal, hier liegen noch... Was? Okay, wir haben hier noch Munition zu liegen. Die habe ich übersehen. Das ist ja ein Ding. Das Knurren klingt doch irgendwie niedlich. Was? Du schreibst Bianca gerade. Sieht fast aus wie eine Arena. Ja, es ist... Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. It's no good. Mann, diese... Können wir damit nicht aufschließen? Nee, können wir nicht. Ich will gerne wissen, was da drin ist. Wo ist das? Rohstoff. Was? Schwer einmal Rohstoff? Nee, erstmal Leute. Unser Messer ist schon. Ist eigentlich schon im Arsch. Oh, hier vorne ist ein Händler. Merchante. So, okay, haben wir. Bom. Was ist denn hier los? Auftrag ist vom Tisch, was? Guter. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Und du wirst ihn nicht kaufen können, oder? Du wirst ihn nicht kaufen können, oder? Einsame Spitze. Oh, Grabstein haben wir. Schön. Na dann, was kann ich für dich tun? Deine Kohle oder dein Leben? Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Es ist so, ach, es ist so, Mann, oh nein. Aber vielleicht, wird er ja freigeschaltet durch irgendeinen Auftrag. Es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. So, die Beam Viper können wir schon verkaufen, ne? Ich glaub ja. Der elegante Haarschmuck, den können wir auch verkaufen. Macht die Musik, die ist sehr angenehm. Ich wusste, du bist ein Macher. So, reparieren. Eine Waffe, den eigenen, nenn mich ruhig pingelig. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Ah, oh, so, oh ja, das ist total lieb. Nur eben nicht erzogen. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Was? Nee, ich habe gerade gesagt, Melly meinte den Welpen bei sich, weil sie hat gerade geschrieben, so klingt der Welpe, der gerade bei uns ist. Ach so, ja. Wegen dem Knurren bei dir da. Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Die Punisher und die Sentinel.
für 10. Das ist, na dann, komm jederzeit wieder. So. Händertipp, hol dir dein Geld zurück. Ah, so schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's mit, wenn du sie verkaufst und der extra Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt. Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du in ihre Verbesserung gesteckt hast, zurück. Es gibt keine Haken, Partner. Wir wollen nur dein Bestes. Really? Ich weiß nicht. Mann, ey, das ist... Nimm sie doch! Ich will sie haben! Wieso können wir die denn nicht nehmen? Sechseckiges Teilstück A. Sechseckiges Teilstück A. Schön. So, was finden wir denn hier? Finden wir hier nicht irgendwas? Ich geh mal gucken. Ich möchte doch nur einen... Verdammte Scheiße nochmal! Schon wieder so ein Schrank! Wenn ich hier so... Wir kommen hier zu nichts. Wir kommen hier einfach zu nichts. Ich werde hier als armes Würstchen sterben. Niente. Können wir tatsächlich, glaube ich, nachher nochmal mit dem Boot anlegen hier. Oh, hier ist doch Rödeln. Ich höre ihn, ich sehe ihn aber nicht. Da ist er. 3 von 16. Oh. Will jemand 16 finden? Tja, hier kommen wir nicht ran. Oh Gott. Oh, ah, guck mal. Ah, Momente mal. Schön, ich wusste ja nicht, dass sowas hier ist. Was? Fahrstuhl? Hm? Jetonautomat. Mit 3 silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen. Bam. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Das ist ein Schießstand. Es gibt nur eine Regel. Schieß auf die Schießscheiben. Zerstöre die Piraten und reiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar. Noch dazu kostenlos. Basierend auf deinen Ergebnissen verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Preise. Tausche deine Jetons an einem Jetonautomaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends. Also, keine falsche Bescheidenheit. Tipps und Tricks. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Sei vorsichtig. Wenn du einen Matrosen erwischt, werden dir Punkte abgezogen. Drittens, für manche Ziele brauchst du mehr als nur einen Schuss. Falle auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Cool! Einfacher geht's kaum. Na dann, lass uns doch mal ballern. Oder? Seid ihr bereit? Paar Kinkerlitzchen, du weißt schon. Egal, viel Spaß. Ah, kurz mal meine trockene Kehle benetzen. Ein Gewehr räumt mit nur einem Schuss gleich mehrere Ziele ab. Allerdings lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. Okay, mindestens 7000 für einen goldenen anscheinend. Ich weiß nicht, mal gucken, ob ich das kriege. 3, 2, 1, leg los! Nein! Ah! Komm schon! Scheiße! Bis hierher! Schade! Ein A-Ranking. 2 silberne Jetons erhalten. Du hast ja richtig Talent, mein Freund. Sehe ich jetzt anders. So, dann probieren wir mal eine. Verlass dich zu sehr auf den Boden.
Frage ist tatsächlich auch, ob Headshots irgendwie anders zielen. Ich würde sagen, ja, 400, glaube ich, oder? Nein! Nein! Okay, gut. Damit ist wohl anscheinend klar, wie wir ihn hätten kriegen können. Ah. Fast die 7000. Fast. Schade, schade Schokolade. Aber Headshots zählen anscheinend doch nicht doppelt, sondern es sind einfach nur die verschiedensten Piratentypen. Leck hier ab hier. Genau so. Ah, nicht getroffen. So geht das. Deine Gebiete wurden erhört. Ein Meer aus Zielschein. Nice, cool. Das ist ja geil. Schade, getroffen. Und das Spiel ist vorbei. Ein S-Ranking, sehr schön. Yeah! Das gibt's noch nicht. Erstklassige Arbeit. Verlass dich zu sehr auf eine einzelne Waffe und du stehst schnell ohne Munition da, Partner. Verstehe. 3, 2, oha, okay. 1. Leg los. Doppelkill. Oh, das ist ja fies, Alter. Ah nein! Ah. Oh, der ist aber flink. Der war glaube ich nicht so gut. A-Ranking. Ah. Oh, ho, ho. So, Benni, komm, Motivation! Ich glaube, was gut ist, wenn die hintereinander stehen, dass du die mit einem Schuss wegkriegst. Zwei ja, gleichzeitig. Definitiv, ja. Oh. War schade. Hervorragender Schuss. Fantastisch. Nachladen. Da hättest du warten können, glaube ich. Sehr gut. Hervorragender Schuss. Ah, scheiße. Das war nicht gut. Dafür gibt es Punktaktion. Spiel ist vorbei. Ärgerlich. Ärgerlich. Ja, bei zwei könntest du warten, dann kriegst du es hin. Bei dem müsstest du, glaube ich, warten.
soll ich den kriegen? Den hätte man auch so doppelt schießen können, war wahrscheinlich. Ja, ich glaube ja, wenn der da vorgeht, also musst du warten, bis der direkt in der Mitte ist wahrscheinlich. Ich muss zugeben, wir haben mich unterschätzt. Fehlt vor allem nicht viel, wa? Für 5, also 5000, fehlt jetzt wirklich noch dieser letzte. Naja. Das gibt's doch nicht. Das ist aber interessant. Den hatte ich nämlich davor immer nicht getroffen. Zack, zack, zack. Jetzt warten bis in der Mitte. Oh, damn, Alter! Shit! Das ist schade. Aber S-Ranking hat gereicht. Cool. Ah, perfekt. So eine Performance sieht man nicht alle Tage. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, schauen wir hier nochmal. Jetzt wechselt zwischen den beiden Waffen, okay. Oh! Flink, Alter, flink! Ach, hi, okay, nee, dann gut, verstehe ich jetzt. Nein, ach, das wäre blöd. Nachladen. Mit welcher Waffe denn? Oh, fies, Alter. Ach, schade. Schade. Fehler! Sieht ja gar nicht ähnlich. Das ist ja mies, Alter. Du bist ein Künstler, hierher. Der war nicht so gut. Das wird schwer. Wie kriegt denn bitte die sich von den Matrosen drehen? Das ist ja mies. Wie soll ich denn die kriegen? Vielleicht mit der Handfeuerwaffe, weil die nicht so viel Durchschlagskraft hat. Ah, okay. Also, wäre jetzt nur eine Idee. Achso. 3, 2, 1, leg los! Genau so! Ach Mist, der hat so ein. Och, das ist aber blöd. Das ist doof. Nachladen! Oh, traumhaft! Oh. Ach, schlecht. Sehr schön. Schlecht, schlecht. So, ich probier mal eben mal. Und dann wollen wir mal gucken, was wir da für die schönen Jetons kriegen. Eins. Los. Ach, Mist. Schade eigentlich. Traumhaft. Zu langsam. Einfach zu langsam.
einfach so langsam. Schade. Das war die schwerste Kategorie. So, aber es soll ja jetzt hier nicht in endlosen Schießübungen ausarten. Wir gucken mal, was wir kriegen. Daumen drücken! Und... Oh, was haben wir denn da? Talismaner können beliebige Schreibmaschinen, ja, Koffer anpassen. Das wissen wir. Was bringt er denn? 20% häufiger Herstellerbonus auf Gewehrmunition. Okay, cool. Was können wir noch? Nochmal. Okay, du kannst die Dinger ja wahrscheinlich auch verkaufen. Ja, warte mal, immer muss ich jetzt immer nochmal probieren, ja. Nee, aber so, du kannst auch mit zwei das Ding bedienen. Ach, man kann auch mit zwei? Ich dachte nur mit drei. Du kannst auch mit zwei nur. Nee, du brauchst drei. Ah, okay, du brauchst wirklich drei, okay. Gut. Double Kill. Hervorragender Schuss. Fantastisch. Nachladen. Sehr gut. Sehr gut. Oh nein! Feierabend. Oh nein, schade! Naja, wir brauchen eben so eine. Willst du mich verschaukeln, Partner? Perfekter Lauf. Ach, Käse. So! Ah, 15% häufiger Herstellerbonus von Flintenmunition. Oh, Don Esteban. Okay. Na, das war doch unterhaltsam. Das war doch unterhaltsam. So, dann machen wir jetzt zur Shell-Ride-Maschine. Koffer anpassen. Dann würden wir ihn mal ganz rechts anbringen. Ja, für Gewehrmunition. Gut, ihr Lieben, pass auf, ich würde an der Stelle jetzt erstmal ganz kurz sagen, lasst uns mal 10 Minuten Pause machen.